Take key, what the fuck up, nigga. Wer Discord hat, wer heute reden möchte, wir sind live im Watchalong. Ist der Hardline Bling. You know what I mean. Also wer talken will, den schalten wir live ein. Der kommt hier auf den Bildschirm und kann seine Meinung zu Augsburg oder zum Verlauf des Spiels oder sonstiges, seine Expertenmeinung hier bei den Splash Talks mit dazu packen. Arne Meyer spielt heute. Uiuiui. Props gehen raus. Wird ein toughes Ding auf jeden Fall gegen Bayern, ey. Aufstellung? Warte. Was kann Augsburg heute anrichten? Das ist die Frage, die wir uns alle am Ende des Tages stellen. Ich kriege von der Redaktion einen Anruf. Eine Sekunde. Yo, wir haben hier jemanden. Es passt alles. Wir kriegen hier anscheinend jemanden ins Studio rein gerade. Ich glaube, das ist ja mein kleiner Cousin, glaube ich, Jam. Wir haben anscheinend technische Schwierigkeiten im Studio. Eine Sekunde, Leute. Hast du überhaupt Ahnung von Bundesliga? Natürlich. Also ich gucke also leidenschaftlich gelegentlich Fußball, aber ich kenne eigentlich fast alles. Ich bin ja nicht nur... Ja, man hört dich schon im Stream, ne? Nur, dass du weißt. Ich gucke gerne Fußball und ich bin auch FIFA-Suchti, also beides. FIFA-Suchti bist du. Aha. So, ja. Hast du ein gutes Gefühl heute? Was passiert heute? Für wen bist du heute? Aha, ich sag ehrlich, ich bin nicht so für Augsburg. Nicht aber, so für Augsburg? Aber Bruder, ich unterstütze immer den Underdog. Immer den Underdog, immer gegen Bayern sagst du, oder immer gegen Underdog? Ja, also wenn Dortmund immer für den gegen Bayern spielt, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, will ich Dings, dass Dortmund gewinnt. Okay, mach mal einmal kurz als Test, ich will mal einmal sehen, mach mal einmal deine Cam an. So, und jetzt so. Geil. Welcome im Studio. Erster Gast, ey. Erstmal dafür einmal klatschen, du bist der allererste Gast hier in dem Studio. Ey, wir kommen aber zurück zum Fußball. Natürlich bist du heute für den Underdog, aber realistisch gesehen, was ist dein Ergebnis, Bayern. was dein Tipp für heute Abend? 3-1 Bayern. 3-1 Bayern, sagst du? Ja. Thomas Müller, heute 600. Einsatz für Bayern, Digga. Das ist schon ein heftiges Ding, Digga. Das ist schon mal ein heftiges Statement. Falls wir noch während des Spiels jemanden reinbekommen in die Splash-Hotline, gucken wir, ob wir es während des Spiels machen oder wieder in der Pause. Aufstellung nochmal, Leverspitze, Sané, Müller, 600. Einsatz, Gnabry rechts, Goretzka und Sabitzer. Sabitzer erstmals Startelf, Richards links, keine Ahnung, wer das ist. Lucas Hernandez, sein Anwalt, eine Maschine, hat ihn aus Knast geholt, free him. Er ist wieder back mit Upamecano gemeinsam und auf der rechten Seite... Gefühlt für mich das erste Mal, dass ich ihn sehe in der Startaufstellung, Pavard. Ey, Props gehen raus. Man hat Stanisic gesehen Anfang der Saison. Man hatte die Hoffnung, dass er schafft, einfach weil er so von unten kommt. Aber ja. Männers, alle von TikTok, die Twitch haben, kommen vorbei. Ansonsten das Spiel geht los. Ansonsten bin ich bei 1 Minute 31, 32, 33, 34, 35. Bei The Zone. Checkt ab. Digga, hat Gnabry jetzt auch diese Sané-Haare? Finde ich sehr fresh. Diese Afro-Bisschen. Was? Digga. Ey, Bayern könnte heute aber auch ein bisschen offen sein hinten, weil es auch eine neue Vierer-Kombi ist, ne? Die gab es, glaube ich, so noch nie auf jeden Fall. Der Linksverteidiger, den habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Welche Fußballvereine unterstütze ich? Für Berlin bin ich schon Hertha-Supporter, so. Ansonsten keine wirklich Fußball. Eher so Football und Basketball bin ich so richtig fest auf. Ui, Richards! Wow! Keine Ecke. Einwurf für Bayern. Ui, was war das denn? War das Thomas Müller? War das eine Aktion, die wir von ihm kennen? Ja! Noch keine wirklich wilde Aktion oder so in diesem Spiel. Digga, Gikiewicz hat fast gerippt, komplett, Digga. Boah, Junge. Kurz Herzinfarkt, Digga. Upamecano! Feierungstier! Boah! Wow! 1-0 für Augsburg! Einfach Alper hat's gesagt, Digga. Junge! Es war auch ein Knaller, Digga. Es war auch ein Knaller, Digga. Es war Petersen. Yo! Ey, ich hab 5 Euro drauf. 47 Euro, komm jetzt. Ey, Augsburg ist da und bis jetzt, muss man sagen, hatte Bayern noch keine zu kranke Chance, ja. Also, das ist die krasseste Chance in diesem Spiel bisher gewesen. Und die hat Augsburg ausgenutzt. Das ist kein Abseits, Sekiri. Boah, der rückt danach perfekt. Das ist der Linksverteidiger. Das hat was von Stevie hier, von uns, von Pro Clubs. Petersen, Dicker, lass mal. 1-0 für Augsburg gegen Bayern. Ist Bayern in Krise oder was? Vor Halbzeit 2-0.
Das ist ein Call. Das ist ein Call. Alpay Call 2-0 für Augsburg vor der Halbzeit noch. I don't know. Wow, 2-0, was geht ab? Einfach gecallt, André Hahn. Hör mal auf. Hör mal auf. Unnormal schwer für Neuer, aber er kommt ran, Digga. Da erwartet man von Manuel, dass er den weghaut da. 2-0 Augsburg. Wow. Wirklich, Alper hat's gecallt. Als einziger hier. Wow, was geht ab, Alter? Einfach 2-0. Einfach 2-0. Eieiei, Digga, damit hat wirklich niemand gerechnet, glaube ich. Wow, Lewandowski! Anschlusstreffer Lewandowski, da ist es schon, Digga. 2-1, Digga, dieser Volley, papp. Und so schnell geht's. So schnell ist Bayern auch wieder da, Anschlusstreffer. Ist schon über 2,5 erste Halbzeit passiert hier. Deswegen, das sage ich, Digga, wenn ich Bayern-Spieler wäre, ich würde wirklich die ganze Zeit Lever suchen. Solange dieser Mann da ist, Digga, nutz ihn aus. Kurva. Kurva. Monster, dieser Typ. Halbzeitpause, einfach Augsburg-Führung. Wow. Wow. Was geht in der Halbzeit? Willst du deine Meinung äußern, mein Freund? Komm live in die Cam, rein in die Hotline. Ab in die Hotline mit dir. Hast du Dings gemacht? Hast du Cam auch? Oder willst du nicht mit Cam? Nee, Digga, ich bin komplett am verharzt heute. Ich hatte gestern Weisheitszahn-OP und... Weisheitszahn-OP gestern. Okay. Ja, Mann. Ist dein Name Peter? Wirklich Peter? Nein, ich bin Hans. Hans, du hast dein Dings... Krass, Digga, das ist schon heftig. Wenn du Hans heißt, dass du als Spitzname Peter machst, Digga. Woher kommst du, Bro? Aus Hamburg, Digga. Hamburg, nice, das war... Nice, okay. Wir haben ja schon ein bisschen das Spiel. Du hast das Spiel... Es ist schon ein geiles Spiel, Digga, muss man sagen, wa? Das ist ein wildes Spiel. Also normalerweise würde ich mir jetzt Bayern gegen Augsburg nicht geben, aber hat jetzt auch nichts Besseres zu tun. Same, Digga, same. Ganz ehrlich, für ein Watch-Along hätte ich nicht gedacht. Ich war ein bisschen skeptisch, dachte ehrlich gesagt, Bayern klatscht kaputt. Aber puff, Digga, Augsburg spielt wirklich nice Fußball dafür, dass sie 16. Platz sind vor allem, ne? Sagen wir mal jetzt, du bist Nagelsmann, okay? Stell dir mal vor, du bist Nagelsmann, ja? Jo. Was sagst du deinen Jungs jetzt in der Halbzeit? Was sagst du einem Sané und so, was sagst du? Boah, die sollen einfach mal ein bisschen ruhig bleiben, ja. Die spielen viel zu gestresst, weißt du, die können Augsburg so easy mit 2-3 Kombinationen ausspielen. Wenn du jetzt andere Seite Trainer wärst, was sagst du deinen Jungs von Augsburg? Digga, einfach hinten reinstellen, scheiß drauf. Einfach Bus parken und beten, wa, gegen die, was sollen wir machen, ja. Digga, ist Bayern am Ende des Tages, Digga, muss hoffen. Ey, die zweite Halbzeit geht genau jetzt los. Ey, Jamal Musiala kommt rein, Digga, auf ihn, jeder hat Bock. Boah, was macht der? Junge! Ich warte bis, wenn in der 70. Minute noch 2-1 für Augsburg steht, dann knall ich nochmal Geld auf Bayern. Boah, Musiala ist da ein paar Leute auf, aber jetzt am Ende hat er den Ball verloren. Aber er hat schon bestimmt 4-5 Dribblings gehabt, die wirklich saftig waren, Digga. Bayern spielt nicht wie Bayern gerade, aber glaub mir, die brauchen nur 10 Minuten dafür, Digga. Dann sind die auf einmal am Start. Boah, wie knapp war das gerade? Alfonso. Eine von 10, krass. Eine von 10 Spielen gewinnt Augsburg gegen Bayern. Oh, Tommy! Boah! Gikiewicz! Junge! Lever hat das wieder krass gemacht, Junge! Boah, wie macht das Musiala da, Digga? Was war das, Digga? Gibt's Elfmeter? Nee, ist eine ganz klare Ecke. Wie steht es? Es steht einfach 84. Minute 2-1 für Augsburg, Digga. Bayern wird einfach klatscht. Die 14er-Quote scheint gerade zu poppen, Alter. Wow, ein Augsburg-Fan. Wir haben einen Augsburg-Fan gesehen in Augsburg. Einer, der sich gefreut hat. Er hat nicht geschrien, er ist ruhig geblieben. 88. Minute 2-1 Führung. Zitterpartie. Mal schauen, ob Bayern wie klassisch spät trifft noch. 4 Minuten Nachspielzeit, nochmal knackig. Boah, was ist das denn für ein Fehlpass? Der hat gar nichts gebracht, der Cousin. Ey, wir gehen mit Plus raus hier heute immerhin. 25 Euro, oder? Nee, ich habe 50 Euro eingesetzt und 40 Euro rausgeholt. 3-1, kommt das noch? Digga, dieser Sieg für Augsburg ist so wichtig, Digga. Abo! Abpfiff in Augsburg. Die Schwaben aus Bayern, wie ich heute gelernt habe. Die Schwäbsis. Digga, einfach Dab gegen Bayern. Und es freut sich keiner. In Augsburg, die Fans sind so. Junge, rastet mal aus, Digga. Ich schwöre, ich würde die Stadion auseinandernehmen als Augsburg-Fan. Aber geiles Game. Mit 21% Ballbesitz, 5 Schüssen und 3 aufs Tor hat einfach Augsburg heute gemacht. Will jemand noch
zum Abschluss ein kleines Fazit uns geben in der Splash-Hotline, falls jemand noch reden will. Fazit, Main. Ich finde, Bayern hätte auf jeden Fall vorne mehr machen können. So. Amen. Also, ansonsten so dieses Spiel, war. Hast du geguckt? Nein. Du hast schon geguckt, wa? Olum. Ey, 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 ey. Gefängnis, Dicker.